The pandemic has changed our world. We are working together to provide a complete view of each patient's medical history, to unlock the power of health data, connecting data analytics, human insights, and innovation as a digital transformation of global health. Fed by vast population health data, managing more data than ever before. We can do this medicine with a phone. So let's have a digital health certificate, allowing our healthcare history to follow us, to create a world where healthcare has no limits. Big Tech, Big Pharma und Big Finance. Sie alle sind dabei. Ihr Versprechen? Daten machen unsere Gesundheitsvorsorge besser, bequemer und billiger. Und uns alle gesünder. Doch auch globale Organisationen, große Stiftungen und Regierungen stoßen ins gleiche Horn. In der Digitalisierung des Gesundheitssystems liegt die strahlende Zukunft. Und sie ist alternativlos. Denn ohne sie werden unsere Gesundheitssysteme über kurz oder lang zusammenbrechen. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Botschaften aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien gleichen. Geht es hier wirklich nur um unsere Gesundheit? Oder vielleicht auch um andere Interessen? Rund 500 Milliarden Euro wurden im Jahr 2022 in Deutschland für die Gesundheit ausgegeben. Ein Wirtschaftszweig so groß wie die deutsche Automobilindustrie. Tendenz stark steigend. In vielen westlichen Ländern sieht es ähnlich aus. Seit Jahrzehnten steigen die Gesundheitsausgaben stärker als das Wirtschaftswachstum. Weltweiter Spitzenreiter sind die Vereinigten Staaten. Rund 4 Billionen US-Dollar flossen im Jahr 2020 in das Gesundheitssystem. Fast 19% der gesamten US-Wirtschaftsleistung. Und der Kampf um diesen gigantischen Markt hat längst begonnen. Seit 2019 verstärkt Google seine Aktivitäten im Bereich der Life Sciences, zum Beispiel durch Kooperationen mit der Mayo Clinic oder Ascension. Die beiden US-Organisationen speichern seitdem ihren Schatz von Millionen Patientendaten in der Cloud, wo Google sie mit Big Data-Algorithmen und künstlicher Intelligenz nutzbar macht. 2021 kaufte Oracle für 28 Milliarden Dollar Cerner, einen Anbieter von Krankenhaussoftware und digitalen Patientenakten. 2022 erwarb Alphabet mehr als 100 Gesundheits-Startups für zusammen 1,7 Milliarden Dollar. Im gleichen Jahr übernahm Amazon das gebührenfinanzierte Ärztenetzwerk One Medical für 3,9 Milliarden Dollar. Der Umfang der Risikokapitalanlagen im Gesundheitsbereich ist in den letzten 10 Jahren weltweit um 7000% gewachsen. Das enorme Potenzial zeigt sich auch auf dem Schwarzmarkt. Experten schätzen, dass ein Gesundheitsdatensatz zwischen 250 und 1000 Dollar einbringt. Dagegen ist der Preis für Kreditkartendaten mit 5 Dollar geradezu lächerlich. Kein Wunder, dass die Hacks im Gesundheitswesen rasant zunehmen. 2015 wurde der US-Versicherer Anthem gehackt. Dabei wurden die Daten von rund 80 Millionen US-Amerikanern gestohlen. 2018 wurden die Server der norwegischen Gesundheitsbehörde gehackt und die Patientenakten von fast 3 Millionen Norwegern entwendet. 2020 wurde eine finnische Psychotherapie-Praxiskette gehackt. Nachdem die Lösegeldverhandlungen scheiterten, wurden die Akten von rund 30.000 Patienten im Netz veröffentlicht. 2022 wurde das französische Laborverwaltungssystem des Herstellers Daedalus gehackt und die Diagnosedaten von 500.000 Patienten gestohlen. Im gleichen Jahr fiel die Datenbank des australischen Krankenversicherers Medibank einem Angriff zum Opfer und die Gesundheitsdaten von Millionen Patienten landeten im Darknet. Der Sicherheitsdienstleister Critical Insight registrierte im Jahr 2021 allein in den USA 679 Vorfälle bei hoher Dunkelziffer. Die Zahl der Betroffenen belief sich auf 45 Millionen Patienten. Was macht unsere Gesundheitsdaten so wertvoll? Bereits vor mehr als 2000 Jahren formulierte der griechische Arzt und Philosoph Hippokrates den Eid, der bis heute die Grundlage der Medizinethik bildet. Was ich bei der Behandlung sehe oder höre, werde ich als ein Geheimnis betrachten. Schon Hippokrates war vollkommen klar, dass Informationen zum Gesundheitszustand gravierende Auswirkungen haben können. Auf den sozialen Status, die Partnerwahl, Aufstiegschancen, die Psyche. Kurz, auf das ganze Leben. Diese Erkenntnis gilt unverändert bis heute und erlangte Gesetzesrang mit der ärztlichen Schweigepflicht. Informationen über unsere Gesundheit gehören zum Intimsten, was wir haben.
Ihr Verlust ist nicht einfach nur ein finanzieller Schaden, wie etwa bei gestohlenen Kreditkartendaten. Die lassen sich ersetzen. Die eigenen Gesundheitsdaten dagegen nicht. Allergien, chronische Erkrankungen oder körperliche Einschränkungen verschwinden nicht über Nacht, sondern bleiben für Jahre oder Jahrzehnte relevant. Noch weitreichender sind Informationen über unser Genom. Sie behalten ihren Wert von der Geburt bis zum Tod und manchmal darüber hinaus. Denn bei Erbkrankheiten sind sogar mehrere Generationen betroffen. Eine schwere Last für die Nachkommen. Wer solch sensible Daten in die Hände bekommt, kann damit nicht nur jede Menge Geld verdienen, sondern erlangt auch eine unglaubliche Macht. Wir sollten sie also bestens schützen vor dem Zugriff von Kriminellen, von Konzernen, aber auch von Staaten. Und das für Jahrhunderte. Die entscheidende Frage ist also, wie sicher sind unsere Daten? Die heute gebräuchlichsten Verschlüsselungsmethoden sind Public-Key-Verfahren. Sie basieren auf mathematischen Problemen, für die es bisher keine effiziente Lösung gibt. Zum Beispiel die Zerlegung von Zahlen in ihre Primfaktoren. Wer die Verschlüsselung knacken will, dem bleibt nichts anderes übrig, als zu raten. Wählt man diese Zahlen nun groß genug, dann dauert dieses Raten selbst mit modernster Technik so lang, dass ein Angriff sinnlos wird. Nahezu jede verschlüsselte Kommunikation und Authentifizierung läuft heute über das Public-Key-Verfahren, wie auch das deutsche Gesundheitsnetz, die Telematik-Infrastruktur. Die TI ist dabei genau genommen nicht mehr als ein abgesicherter Transportweg durchs Internet, über den alle Teilnehmer des Gesundheitswesens ihre Daten austauschen. Das sind zum einen Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken und Therapeuten, also diejenigen, die Gesundheitsdaten erzeugen. Auf der anderen Seite stehen die zentralen Datensilos der Krankenkassen, sowie die Anwendungen der TI, wie abgesicherte E-Mails für Ärzte, das E-Rezept, die elektronische Patientenakte oder die Telemedizin. Die Kontrolle über all das hat der Patient. Er allein entscheidet, was gespeichert werden darf und wer welche Daten zu sehen bekommt. Zumindest in der Theorie. Für den Aufbau der TI gründeten die Dachverbände des Gesundheitswesens 2005 die Gematik. Gemeinsam mit dem BSI ist die Gematik für die Definition von Anforderungen, Sicherheitsmerkmalen und Standards verantwortlich. Die Technik wird aber nicht von der Gematik selbst betrieben, sondern von privaten Dienstleistern, darunter Konzerne wie die CompuGroup Medical, Arvato Bertelsmann und IBM. Die TI ist also ein typisches PPP, eine Public-Private Partnership. Auf dem Papier ist das Sicherheitsniveau gut und entspricht dem aktuellen Stand der Technik, wie der Sicherheitsexperte Christoph Saat-Johann feststellt. Doch bei der Umsetzung gibt es gravierende Probleme und prinzipielle Bedenken. Die Authentisierung, also die Prüfung der Identität der Teilnehmer, ist völlig unzureichend. Dem Chaos Computer Club gelang es in den vergangenen Jahren mehrfach, sich gefälschte Identitäten zu verschaffen, die einen Zugang zur TI-Infrastruktur erlaubt hätten. Das war ein relativ einfaches Prozedere, ein einseitiges Fax an die Firma. Dann wurde dieser Connector eben mit der sicheren TNT-Express-Lieferkette geliefert an eine vertrauenswürdige Person, natürlich wie immer. Ja, damit hatten wir sie alle, das Quartett, auf dem die Sicherheit dieser Telematikinfrastruktur beruht. Das war 2019. 3 Jahre später hackte der Chaos Computer Club das Video-Ident-Verfahren, das auch für die elektronische Patientenakte zum Einsatz kam. Mit etwas Farbe und frei verfügbarer Software überlistete Martin Tschirsich 6 Video-Ident-Anbieter und hätte für einen beliebigen Versicherten in Deutschland eine Patientenakte eröffnen können. Die Lösung des Gematik-Chefs Like Deacon? Deutschland braucht eine digitale ID. Und das bringt mich zur eigentlichen Thematik. Wir brauchen in Deutschland digitale Identitäten. Wir sind das einzige Land Europas, was keine digitale Identitäten hat. Anstatt die Authentisierung zu verbessern, soll die Sicherheitshardware wegfallen. Der Schutz der Gesundheitsdaten hängt künftig an ID-Wallets auf den Smartphones der Versicherten. Jedes einzelne ein Einfallstor. Das ist umso riskanter, je mehr Gesundheitsdaten zentral gespeichert werden. Denn je größer der Datenschatz, umso lukrativer ein Angriff. Und nicht nur Hacker, sondern auch staatliche Akteure haben an Gesundheitsdaten ein enormes Interesse. Anderes realistisches Szenario ist, dass es eine Gesetzesänderung gibt, dass diese Daten verwendet werden sollen. Natürlich alles unter dem Deckmantel der Wissenschaft, nur für die Wissenschaft. Und dann liegen diese Daten auf einmal vor in einem zentralen System. Und dann kann über diese Daten entschieden werden, ohne dass das Verständnis der Patienten auf einer technischen Ebene eingeholt werden muss. Möglich wäre dies durch eine Lawful Interception, eine Gesetzesänderung, die den Zugriff des Staates legalisiert.
Dass diese Befürchtung keineswegs unbegründet ist, belegen Aussagen wie die des SPD-Innenexperten Dieter Wiefelspütz. Wenn die Gesundheitskarte ein Schlüsselinstrument wäre, um terroristische Straftaten abzuwenden, würde ich das nicht problematisieren wollen. Dann müssten die Eingriffsrechte geschaffen werden. Ein noch grundsätzlicheres Problem schlummert im Prinzip der Public-Key-Kryptographie. Die Quantencomputer können die Public-Key-Kryptographie, die wir heute kennen, komplett brechen. Also wenn es morgen Quantencomputer gibt, dann ist unsere gesamte Internetsicherheit geht die baden. Deshalb bürgt das BSI auch nur bis zum Jahr 2028 für die Sicherheit der verwendeten Kryptographie. Danach müsse die Situation neu bewertet werden. Zwar ist ein Quantenkryptographie-Update für die TI bereits im Gespräch, doch schon jetzt ist alles gefährdet, was bis dahin durchs Netz geht. Durch Harvest Now, Decrypt Later, den Jetzt-Ernten, später-Entschlüsseln-Angriff. Die Idee ist simpel. Ein Angreifer, der über die entsprechende Bandbreite und den nötigen Speicherplatz verfügt, kann den verschlüsselten Datenverkehr einfach mitschneiden und warten. Sobald die Public-Key-Kryptographie mit Quantencomputern gebrochen werden kann, liegen die gespeicherten Daten im Klartext vor. Unsere Gesundheitsdaten sind also nicht sicher. Trotzdem hält die Bundesregierung an der digitalen Zentralisierung des Gesundheitswesens fest. Alle medizinischen Daten sollen mit der elektronischen Patientenakte an einer zentralen Stelle zusammenfließen. Sogar die Genomdaten, wenn es nach dem Willen des Gematik-Chefs Like Deacon geht. Die Argumente der Befürworter. Mit der elektronischen Patientenakte liegen dem behandelnden Arzt immer alle relevanten Informationen vor. Und das auch in Notfällen, bei denen der Patient nicht mehr ansprechbar ist. Mit dem E-Rezept können Wechselwirkungen bei Medikamenten schneller erkannt werden. Unnötige, kostspielige Doppeluntersuchungen werden vermieden. Und bei all dem behält der Patient die volle Kontrolle über seine Daten. Doch bei genauerer Prüfung bleibt von diesen Argumenten kaum etwas übrig. Die vollständigen, relevanten Informationen sind in der aktuellen Fassung nicht mehr als ein kunterbuntes Sammelsurium digitaler Dokumente in den verschiedensten Formaten. Seltsamerweise wird aber der Quasi-Standard für medizinische Bilddaten, das DICOM-Format, bisher gar nicht unterstützt. Hinzu kommt eine Größenbeschränkung von 25 MB pro Datei. Zu wenig für hochauflösende medizinische Scans. Besonders kurios ist das Notfallbeispiel. Ein bewusstloser Patient kann dem Notarzt weder seine PIN nennen, noch sonst wie Zugang zu den potenziell lebensrettenden Daten der EPA verschaffen. Deswegen ist ein Notfalldatensatz vorgesehen, der auf der Versichertenkarte selbst gespeichert ist. Doch auch den muss der Notarzt erst einmal abrufen, was wertvolle Zeit kostet und vom Funktionieren elektronischer Geräte abhängt. Was heißt Redundanz? Das heißt, wenn irgendwas schief geht, muss es dann trotzdem noch funktionieren. Falls zufällig gerade bei dem Notfallmediziner das Handy abgestürzt ist oder sowas. Also für so einen Fall, wo ich halbtot irgendwo am Boden liege, da verlasse ich mich doch nicht auf irgendwelche Technik. Sorry. Ein simples, mehrsprachiges Papierdokument wäre laut Jan Kuhlmann vom Verein Patientenrechte Datenschutz die bessere Lösung. Die Arzneimittelsicherheit ist eins der zentralen Argumente für das E-Rezept. Ein oft genanntes Beispiel ist der LipoBay-Skandal Anfang der 2000er. Damals verkaufte Bayer einen Blutfettsenker, der mit anderen Medikamenten tödliche Wechselwirkung entwickelte. Mehr als 100 Patienten starben, ehe LipoBay viel zu spät vom Markt genommen wurde. In diesem Zusammenhang taucht eine bemerkenswerte Personalie auf: Karl Lauterbach. Sein Kölner Institut hatte für Bayer eine Studie durchgeführt und das Medikament für unbedenklich befunden. Und schon einige Jahre zuvor hatte Lauterbachs Institut an einer pharmafinanzierten Studie mitgewirkt, der 1998 erstellten Adipositas-Leitlinie. Bereits in der Einleitung fällt ein Interessenskonflikt auf. Die Knoll AG war Hersteller des Appetithemmers Sibutramin, dem Lauterbachs Leitlinie ein positives Zeugnis ausstellte. 4 Jahre später wurden allein in den USA 29 Todesfälle mit dem Medikament in Verbindung gebracht. Erst 2010 wurde es schließlich vom Markt genommen. Die Vermeidung solcher Todesfälle wäre natürlich wünschenswert, sagt der EPA-Kritiker Dr. Andreas Meissner. Naja, ursprünglich war das Ganze ja mal geplant, um gefährliche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten zu verhindern. Ja, da kann man mehr tun. Nur war dann eigentlich relativ bald davon gar keine Rede mehr. Außerdem haben wir dafür sowieso sehr gute Datenbanken extra. Da brauchen wir eigentlich keine Vernetzung. Auch die angepriesene Kostenersparnis bei Doppeluntersuchungen ist ein zweischneidiges Schwert.
Wer würde darüber befinden wollen, wann eine zweite Meinung Geldverschwendung ist und wann sie sogar das Leben des Patienten rettet? Das vielleicht größte Dilemma aber ist die Selbstverwaltung. Der Patient soll bestimmen, welche Daten gespeichert werden und wer sie zu sehen bekommt. Er hat sogar die Möglichkeit, einzelne Daten unwiederbringlich zu löschen. Was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis absurd. Kein Laie kann darüber entscheiden, was behandlungsrelevant, schützenswert oder veraltet sein könnte. Zumal bei der großen Menge unterschiedlichster Dokumente. Und wie war das noch mit der Vollständigkeit der Akte, wenn die Patienten ihre Daten auch löschen können? Im Alltag dürfte die Selbstverwaltung auf das genaue Gegenteil hinauslaufen. Die meisten Patienten werden ihre Daten gar nicht mehr schützen. Denn wer will schon eine falsche Behandlung riskieren, weil er dem Arzt potenziell wichtige Dokumente vorenthalten hat? Auch der Nutzen der TI ist also umstritten und war es von Anfang an. Ungeachtet dessen sind seit 2005 rund 6 Milliarden Euro in das Vorhaben geflossen, bezahlt vom Bund und den Krankenkassen. Dass bei solchen Großprojekten nicht alles sauber läuft, ist erwartbar. Doch die Public-Private Partnership erreichte eine ganz neue Qualität, als ein ehrgeiziger junger Politiker das Amt des Gesundheitsministers antrat. Wie viele Politiker der aktuellen Generation absolvierte Jens Spahn das geheimnisumwitterte WEF-Programm der Young Global Leaders und ist außerdem ein Young Leader der Atlantikbrücke. Sein Ehemann Daniel Funke arbeitet als Cheflobbyist für den Burda-Konzern. Dem gehört unter anderem eines der größten deutschsprachigen Gesundheitsportale. 2005 zog Spahn in den Bundestag ein und war für die CDU-CSU-Fraktion im Gesundheitsausschuss aktiv. Parallel zu seiner Tätigkeit als Abgeordneter gründete er die Agentur Politas für Kommunikation in Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Pikanterweise war Politas damals hauptsächlich für Pharma- und Medizinkonzerne tätig. Was vielleicht daran lag, dass Spahn noch einen interessanten Teilhaber hatte. Max Müller. Der war bereits damals für Doc Morris tätig und brachte es bis 2020 zum Vorstandsmitglied der Online-Apotheke. Die Firma sponsert bis heute regelmäßig Parteitage und Veranstaltungen der CDU und der Jungen Union. Zudem pflegt Spahn gute Kontakte zum CDU-Wirtschaftsrat, einem Interessenverband der Wirtschaft, dem exzellente Verbindungen bis in die Parteispitze nachgesagt werden. Im Bundesvorstand dieser Lobbyvereinigung stößt man unter anderem auf Frank Gotthardt, den Gründer und größten Anteilseigner der CompuGroup Medical. Die CGM ist der deutsche Marktführer für Praxissysteme und einer der größten Dienstleister der Telematik-Infrastruktur. Ebenfalls im CDU-Wirtschaftsrat findet man Jörg Debatin. Als Spahn kurz nach seinem Amtsantritt den Health Innovation Hub ins Leben rief, wurde Debatin in den Vorsitz berufen. Dieser Health Innovation Hub war ein Think Tank des Gesundheitsministeriums und sollte die öffentliche Hand, Forschungseinrichtungen und die Privatwirtschaft vernetzen. Mit eben diesem Debatin verfasste Spahn außerdem ein aufschlussreiches Buch zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Im Vorwort heißt es: Datenschutz ist was für Gesunde. Und 140 Seiten später im Schlusswort: Datenschutz ist in der heutigen, überdrehten Form auch nichts für Gesunde. Und auch bei der Gematik nahm Spahn gravierende Änderungen vor. Ursprünglich stand die Gematik GmbH unter der Kontrolle der Fachverbände. Doch weil Spahn Druck machen wollte, übernahm das Gesundheitsministerium 2019 kurzerhand 51% der Firmenanteile und änderte den Gesellschaftervertrag. Für Entscheidungen genügte ab sofort die einfache Mehrheit, die nun das Gesundheitsministerium innehatte. Anschließend verdoppelte Spahn das Gehalt des Gematik-Geschäftsführers und besetzte den Posten mit dem früheren Ratiopharm-Deutschland-Chef Markus Leik-Dieken. Das Pikante daran: Spahn und Leik-Dieken waren alte Bekannte. Erst im Jahr zuvor hatte Leik-Dieken dem Gesundheitsminister eine Wohnung verkauft. Für eine knappe Million Euro. Neben Corona war die Digitalisierung des Gesundheitssystems das Kernthema von Spahns Amtszeit. Und 2019 war er schließlich am Ziel. Das Kabinett hat heute meinem Gesetzentwurf für eine digitale Versorgung im Gesundheitswesen zugestimmt. Wir machen damit die Patientenversorgung digitaler und damit auch patientenfreundlicher und besser. Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz wurde das Gesundheitssystem für Technik-Startups und Hochrisiko-Investments geöffnet, finanziert von den Krankenkassen. Es machte den Telematikanschluss für Ärzte und Apotheken zur Pflicht und belegte Verweigerer mit Sanktionen. 2,5% Abzug vom Honorar für nicht angeschlossene Praxen. Und das Digitale Versorgungsgesetz führte eine Datenzwangsabgabe aller Versicherten ein. Seit Oktober 2022 müssen gesetzliche Krankenkassen die Daten ihrer Mitglieder an eine Forschungsdatenbank weitergeben, ohne dass dafür ihre Zustimmung notwendig wäre.
Eine gute Datenlage zur Versorgungsrealität nützt jedem Einzelnen von uns. Diese Daten gehen kassenartübergreifend pseudonymisiert an den GKV-Spitzenverband. Von dort gehen sie über eine Vertrauensstelle nochmals pseudonymisiert an das staatliche Forschungsdatenzentrum. Der Begriff Pseudonymisierung erweckt zwar den Eindruck, dass die Daten gut geschützt seien, doch Kryptografie-Experten wie Professor Dominik Schröder kritisieren, dass die Daten sich mit Hilfe von öffentlich zugänglichen Informationen leicht wieder zuordnenbar machen lassen. Was viele glauben, ist, dass das Pseudonymisierung der Daten schützt. Die Daten fand ich super spannend und hab mich gefragt, wie gut können wir eigentlich die Daten zu einem einzelnen User zuordnen? Und wir schauen uns hier drei verschiedene Modelle an. Das erste Modell, da nehmen wir an, dass der Angreifer kein weiteres Hintergrundwissen hat. Im zweiten Fall hat der Angreifer eine relativ harmlose Information, nämlich, ich weiß, der Benutzer trägt eine Smartwatch. Und der dritte Angreifer, der weiß sogar noch mehr, der weiß, der Benutzer ist Nutzer der RKI-App. Und wenn man weiß, derjenige nimmt an der Datenspende teil, dann ist es eigentlich vorbei. Deshalb beschränke das Gesetz die Weitergabe der Daten auch auf wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, so Sabine Dittmar. Sie müssen klar formulierte Forschungsaufträge vorlegen und erhalten dann die relevanten Daten. Wir haben verhindert, dass auch die Industrie auf diese Daten zugreifen kann. Das Problem ist nur, Forschung und Entwicklung finden heute so gut wie immer mit der Industrie statt. Diese hehre Forschung gibt es nur noch ganz selten. Warum? Weil die Universitäten immer mehr verknüpft sind mit der Privatwirtschaft über Drittmittelverträge, über Kooperationen. Also wenn dann zum Beispiel die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buix, davon spricht, dass Datenschutz ja jetzt schon gefährlich ist praktisch und es müsse schon in einem angemessenen Verhältnis stehen, auch zur Nutzung der Daten. Und man weiß aber gleichzeitig, dass sie ist an der Technischen Universität München ja tätig, die wiederum Kooperationen hat mit Facebook, mit Google. Und sie macht dann solche Äußerungen, zum Beispiel auch in einem Werbeblatt von Google, wie es manchmal den Zeitungen beiliegt. Also da gibt es dann schon eine gewisse Nähe, die bedenklich ist. Mit dem Digitale Versorgungsgesetz wurde genau dafür die rechtliche Grundlage ausgebaut. Das gibt Spahn vor dem entsprechenden Publikum auch unumwunden zu. Aber es geht. Wir sind damit gut durchs Kabinett gekommen, auch in der Ressortabstimmung. Wir haben uns intensiv ausgetauscht über die Frage, wie weit können wir gehen? Beim Einwilligungserfordernis oder Nicht-Erfordernis. Aber wenn Sie genau schauen, was wir da geregelt haben, sieht man, dass auch mit heutigem Datenschutzrecht viel geht. Und wer will, dass Wertschöpfung auch in der digitalen Welt, im Gesundheitswesen, in Deutschland und Europa ist, der muss Lust darauf haben, das zu gestalten. Im Mai 2022 reichten deshalb mehrere Datenschutzorganisationen Klage ein. Anfang 2023 kam bei einer ersten Verhandlung des Falles heraus, dass das Sicherheitskonzept des Forschungsdatenzentrums noch gar nicht fertig ist. Die Mehrheit der Millionen Gesundheitsdaten bis 2019 sei allerdings bereits an das Forschungsdatenzentrum übermittelt worden. Ein anderer Kurs war nach dem Regierungswechsel 2021 nicht zu erwarten. Schließlich war es der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der vor 20 Jahren als Berater der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt die Fallpauschale einführte. Folgerichtig vereinbarte die Ampel im Koalitionsvertrag, dass die elektronische Patientenakte von Opt-in auf Opt-out umgestellt werden soll. Das bedeutet, während Versicherte die elektronische Patientenakte bisher freiwillig und nur auf Antrag bekamen, wird sie in Zukunft automatisch bei Geburt oder Zuzug angelegt. Wer dies nicht will, muss aktiv widersprechen. Vorgeblich wissenschaftliche Schützenhilfe bekam die Bundesregierung dabei von der Bertelsmann Stiftung. Zur Erinnerung, Avato Bertelsmann ist einer der drei großen Telematikdienstleister. Was man mit diesen zwangsweise erhobenen Gesundheitsdaten noch so alles anstellen könnte, darüber philosophierte Karl Lauterbach auf der Data for Health Conference im Juni 2023. Haben wir denn ausreichende Daten in der richtigen Qualität, um diese riesigen Datenbanken aufzusetzen und künstliche Intelligenz zu trainieren?
Viele der Daten werden einfach beim Patientengespräch anfallen. Denn während ich mit dem Patienten spreche, werden diese neuen Systeme die Daten einfach dadurch gewinnen, dass sie mir zuhören. Zeit mit dem Patienten zu verbringen, erzeugt also gleichzeitig strukturierte Daten. Wir gewinnen die Daten auf ganz neue Art, während wir miteinander interagieren. Es wird einen Kulturkrieg geben. Eine kleine, laute Minderheit wird sich dagegen auflehnen. Aber die Regierung, inklusive des Kanzlers, ist fest entschlossen, hierfür die Regeln zu ändern, eine viel bessere Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten, um sie ethisch und verantwortungsvoll für wissenschaftlich spannende Projekte zu nutzen. Hingegen scheint der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Stefan Hofmeister, fast entsetzt über so viel Sorglosigkeit. Es gab in Deutschland vor kurzem eine lange und fundierte Diskussion um die Organspende. Nach langen Verhandlungen entschied sich der Deutsche Bundestag gegen eine Opt-out-Lösung. Aber hier, bei einer unglaublichen Sammlung medizinischer Daten, sensibler Daten, reden wir über Opt-out, als wäre es nichts. That's also amazing. So, that concludes my statement. All dies geschieht gegen den erklärten Willen einer überwältigenden Mehrheit. Bei einer repräsentativen Studie von PricewaterhouseCoopers im Jahr 2020 gaben 93% der Befragten an, dass ihre Daten nur mit ausdrücklicher Zustimmung weitergegeben werden dürften. Doch das kümmert Politiker, Funktionäre und Medien wenig. Im Gegenteil, die Digitalisierungskampagne läuft auf vollen Touren und offenbar ist jedes Mittel recht. Untersuchungsberichte per Fax, Zusammensuchen von Patienteninformationen per Telefon, handschriftliche Aktenführung. Damit soll bald Schluss sein, dank Digitalisierung im Gesundheitswesen. In diesem Bereich hinkt Deutschland anderen Ländern meilenweit hinterher. Prävention von vielen, vielen Hitzetoten beginnt da, wo man überhaupt weiß, wer ist denn gefährdet. Wir halten den Datenschutz sehr hoch. Fragen Sie mal einen Niedergelassenen, wer in deiner Kartei ist denn hitzegefährdet. Der Impfstoff ist hier entwickelt worden. Wie der gewirkt hat, wussten wir nicht, wissen wir bis heute nicht, haben wir aus Israel gelernt. Sie haben die aktuelle Diskussion, was der Impfstoff eigentlich für Nebenwirkungen hat, wissen wir leider auch nicht, weil wir keine elektronische Patientenakte haben. Ein lange überfälliger Schritt, der in vielen europäischen Ländern schon lange gegangen worden ist, der uns in der Pandemie geholfen hat, viele Menschenleben zu retten, zum Beispiel in England. Und wir brauchen es auch bei uns und deswegen ist es allerhöchste Zeit, dass wir die elektronische Patientenakte endlich einführen. Während man in Deutschland noch über die Patientenakte diskutiert, ist Brüssel schon einen Schritt weiter. Die aktuellen Gesetzesvorhaben der EU-Kommission zeigen, dass der Streit um die Patientendaten dort längst entschieden wurde. Im Mai 2022 verkündete Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides die Schaffung des European Health Data Space, eines gesamteuropäischen Gesundheitsdatenraumes. Daten können uns dabei helfen, Bürger zu schützen, Krankheiten vorzubeugen und zu heilen und Leben zu retten. Der europäische Gesundheitsdatenraum ist der Schlüssel zur Erreichung dieses Ziels. Und ich möchte mich beim Verband der europäischen Pharmaindustrien und MedTech Europe für die Organisation der heutigen Veranstaltung bedanken. Zur Person. Seit 2021 steht der Verdacht im Raum, dass Stella Kyriakides Ehemann im Zusammenhang mit den milliardenschweren europäischen Impfstoffkäufen 4 Millionen Euro erhalten hat. Das sind natürlich nur Peanuts, verglichen mit ihrer Vorgesetzten Ursula von der Leyen, die ohne jegliches Mandat Impfstoffe im Wert von 35 Milliarden Euro per SMS bestellte und die Kurznachrichten von ihrem Diensthandy löschte, als die Öffentlichkeit sich dafür zu interessieren begann. Nach diesen Skandalen entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die EU vor allem die wirtschaftlichen Vorteile des EHDS anpreist. Er fördere einen echten Binnenmarkt für digitale Gesundheitsdienste und Produkte. Er werde auch Wissenschaftlern, Forschenden, Innovatoren und politischen Entscheidungsträgern von hohem Wert sein. Und natürlich sei die Datensammlung alternativlos. Das habe die Covid-19-Pandemie deutlich gezeigt. Bei all dem ermögliche der EHDS den Bürgern natürlich die vollständige Kontrolle ihrer Daten. Soweit die blumige Ankündigung. Was aber wirklich im Entwurf steht, hat sich der Verein Patientenrechte Datenschutz genauer angesehen. Artikel 3 besagt, dass Patienten ein Recht auf sofortigen Zugriff auf ihre Daten erhalten sollen.
Das geht nur mit einer Online-Lösung, die damit zum Online-Zwang wird. Artikel 4 bestimmt, dass alle Ärzte der EU Zugriff auf sämtliche Daten bekommen, im Notfall auch gegen den Willen des Patienten. Während in Deutschland noch über Opt-in oder Opt-out diskutiert wird, macht Artikel 7 die EPA europaweit zur Pflicht. Artikel 34 erlaubt die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten zur Überwachung für Produkte und Dienste, die zur öffentlichen Gesundheit oder sozialen Sicherheit beitragen. Sogenannte Dateninhaber und Systembetreiber dürfen laut Artikel 42 Gebühren für die Nutzung erheben. Das zielt eindeutig auf die gewollte Vermarktung der Daten ab. Artikel 44 regelt, dass die Daten anonymisiert werden sollen, aber nicht müssen. Wenn es das Forschungsziel erfordert, dürfen auch pseudonymisierte Daten weitergegeben werden. Laut Artikel 45 kann jede natürliche oder juristische Person Zugang zu den Daten beantragen. Die Beschränkung auf Wissenschaft und Forschung entfällt. Pharmaindustrie und auch andere Industrien eventuell sollen einen breiten Zugriff auf die Daten bekommen, dann muss ich die Frage cui bono wohl tatsächlich so beantworten, dass hier die Interessen, sagen wir mal, näher an der Forschung bzw. näher an der Wirtschaft liegen als jetzt an der wirklichen Versorgungsverbesserung vor Ort. Weil da haben wir ganz andere Probleme. Wir haben Ärztemangel, wir haben Pflegemangel, wir haben Mangel an medizinischen Fachangestellten. X Medikamente sind im Moment wieder nicht lieferbar. Wir haben immer noch die Kluft zwischen Arm und Reich und entsprechend zwischen krank und gesund. Das ist immer noch, daran hat sich nicht viel geändert. Wir haben den Klimawandel mit zigtausend Hitzetoten jedes Jahr. Also wir haben so viel andere dringende Probleme, als jetzt hier technische Spielereien für Milliarden in die Welt zu setzen, muss ich ehrlich sagen. Wem dient diese Politik? Was soll man von einer Kommissionspräsidentin halten, die eine geradezu obszöne Nähe zur Pharmaindustrie demonstriert? Oder davon, dass die EU die biometrischen Daten ihrer Bürger im Hinterzimmer an die USA verschachert, um sich selbst am Datenbuffet der amerikanischen Geheimdienste bedienen zu können? Oder vom Vorhaben, das Covid-Zertifikat auf Dauer zu stellen, ganz ohne Pandemie? Interessanterweise ist diese Entwicklung nicht auf Europa beschränkt, sondern ein weltweites Phänomen. Führen wir doch ein elektronisches Gesundheitszertifikat ein, von der WHO anerkannt. Wenn Sie vernünftig getestet oder geimpft wurden, dann können Sie sich frei bewegen. Das forderte der Gastgeber Indonesien auf der B20 Summit. Die B20 ist eine Lobbyveranstaltung internationaler Konzerne, die regelmäßig wenige Wochen vor dem G20-Gipfel stattfindet. Üblicherweise finden die Forderungen der B20 nahtlos Eingang in die Politik. Und nur wenige Monate später war es dann soweit. Im Juni 2023 verkündete die WHO, dass sie das Covid-Zertifikat der EU übernehmen wird und zu einem weltweiten Reisekontrollsystem ausbaut. Damit findet ein weiteres Puzzlestück seinen Platz im bisher ehrgeizigsten Vorhaben der WHO, dem Pandemievertrag. Nach dem vorläufigen Scheitern des Vertrags ist bereits ein neuer Entwurf in Arbeit. Er soll bei der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 zur Abstimmung kommen. Und er hat es in sich. Im Namen der Gesundheit sollen Menschen- und Freiheitsrechte ausgehebelt werden, wenn dies notwendig erscheint. Die Pharmaindustrie soll durch verpflichtende Medikamentenkäufe subventioniert werden. Und die Zensur abweichender Meinungen würde massiv ausgebaut. Doch bereits heute, ganz ohne Pandemievertrag, ist die Zensur weit fortgeschritten. Wie weit? Das überraschte selbst kritische Beobachter, als Ende 2022 die Twitter-Files veröffentlicht wurden. Sie zeigten, dass Wissenschaftler und Privatpersonen während der Corona-Krise umfassend zensiert wurden. Durch Regierungen, Geheimdienste und die Pharmakonzerne. In den großen Medien hörte man darüber so gut wie nichts. Als Anfang 2023 ein Video viral ging, in dem ein Pfizer-Mitarbeiter aus dem mittleren Management ausplauderte, dass der Pharma-Riese Mutationsversuche mit Coronaviren durchführte, hatte dies weder politische noch juristische Konsequenzen. Im Gegenteil. Einen Tag nach dem Leak verschwanden alle Accounts und Informationen über den kompromittierten Mitarbeiter aus dem Netz. Und Google versah die Suchergebnisse mit einer Fake-News-Warnung. Die US-Gesundheitsbehörde, die Regierung und die Medien reagierten auf den Skandal gar nicht. Eine Erklärung für dieses Schweigen lieferte der Pfizer-Angestellte gleich mit. Wir haben
Pfizer ist wie eine Drehtür für alle Mitarbeiter der Behörden. Alle Mitarbeiter, die zum Beispiel Arzneimittel überprüfen sollen, arbeiten irgendwann für die Pharmaindustrie. Warum ist das schlecht für alle anderen? Wenn die Mitarbeiter, die unsere Medikamente überwachen sollen, später mal für diese Firmen arbeiten wollen, werden sie die nicht so streng kontrollieren. Was passiert hier gerade? Wieso arbeiten Politik, Wirtschaft und Medien einträchtig auf ein Gesundheitsregime hin, das immer größere Summen aus Staatshaushalten, sozialen Sicherungssystemen und breiten Bevölkerungsschichten in die Kassen der Konzerne umleitet? Geht es also gar nicht um unsere Gesundheit, sondern nur um andere Interessen? Genauso ist es, sagt die Sozialhistorikerin Andrea Komlogi in ihrem Buch Zeitenwende. Der digitale Plattformkapitalismus hat seine Wachstumsgrenze erreicht. Um weiter zu bestehen, braucht er einen neuen Rohstoff, der zu Geld gemacht werden kann. Körper werden zum Objekt der Bearbeitung für den maßgeschneiderten Menschen. Die Vertreter des Erneuerungskapitalismus setzen der Ausbeutung der lebendigen Arbeit mit der Aneignung der Erfahrung und der Körper der User ein weiteres Element der Entfremdung drauf. Der Rohstoff dieser Zeitenwende ist unser Körper. Er wird erschlossen, indem Patientendaten kommerzialisiert werden dürfen, indem Gesundheit zum Spekulationsobjekt gemacht wird, indem per Gesetz Impfungen erzwungen werden, deren Nutzen zwar fragwürdig ist, die aber astronomische Gewinne erzielen. Und vielleicht bald mit Sensoren und Implantaten, die mentale Leistung, Gefühle und sogar Gedanken verwerten können. Schließlich sind all unsere Gefühle, all unsere Gedanken auch nur Daten. Daten, die in großen Mengen von künstlicher Intelligenz entschlüsselt werden können. Bereits in mehr als 5000 Firmen weltweit wird die Gehirnaktivität der Mitarbeiter gemessen, um ihre Müdigkeit zu überwachen. Dieses Konzept der kognitiven Ergonomie halte ich für die Zukunft eines gesünderen Arbeitsplatzes. Ein Arbeitsplatz, der sich an unsere Fähigkeiten anpasst. Der sich verlangsamt, wenn wir langsamer sind, und uns beim Neustart hilft, damit wir nicht unter endlosem Stress leiden. In mancher Hinsicht und unter manchen Voraussetzungen kann die Überwachung des menschlichen Gehirns machtvoll, hilfreich und nützlich sein, den Arbeitsplatz transformieren und unser Leben besser machen. Sie eröffnet auch dystopische Möglichkeiten, aber die Entscheidung liegt bei uns. Wir können entscheiden, die Technologie gut zu nutzen. Wir können entscheiden, sie zu nutzen, um Individuen zu stärken, Einsichten in ihr Wohlbefinden zu erlangen, ihre eigene Produktivität und ihr Wohlbefinden zu steigern und sie auf einen Weg zu bringen, wo die Messung des Pulses oder anderer Gesundheitsdaten neues Potenzial für die Menschheit freisetzt. Das erinnert nicht von ungefähr an die transhumanistischen Ideen von der Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Sphären, die sogar in Frage stellt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ein zweiter zentraler Talking Point des Erneuerungskapitalismus gibt einen Hinweis auf das Ziel der Reise. Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Gemeint ist, wir werden nichts mehr kaufen, sondern mieten. In vielen Bereichen unseres Lebens ist das schon heute so. Und mit der Klimakrise wird dieses Narrativ weiter an Bedeutung gewinnen. Doch das wirft eine beunruhigende Frage auf. Wenn unser Körper tatsächlich zur Ware wird, wir aber gleichzeitig nichts mehr besitzen, wem gehört dann unser Körper? Sind wir auf dem Weg in eine neue Form der Leibeigenschaft? Auf dem Weg in einen Biotech-Feudalismus? Darüber müssen wir reden. Reden wir über Pflegekräftemangel, bezahlbare Beiträge und Grundversorgung anstatt teurer und riskanter Großprojekte. Vermeiden wir digitale Tools, bei denen wir nicht wissen, was mit unseren Daten geschieht. Fordern wir Auskunft darüber, was schon über uns gespeichert ist. Nutzen wir den Opt-out bei der Patientenakte. Sagen wir unseren Krankenkassen, dass wir die Zwangsabgabe unserer Gesundheitsdaten ablehnen. Fordern wir unsere Abgeordneten dazu auf, den EU-Plänen zum Gesundheitsdatenraum zu widersprechen. Reden wir darüber, wie ein Gesundheitssystem aussieht, das für die Menschen da ist und nicht für irgendwelche Kontrollfantasien oder Profitinteressen.